Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Big Ambitions. Ja, wir sind ja jetzt im Frischhandelsgeschäft sozusagen. Tiefkühlkost, da ist die Tiefkühlkost, das ist schon mal super und das sind Getränkedosen. Einwandfrei. Wir sind ja jetzt im Lebensmittelhandel eingestiegen. Was das Leben nicht um wirklich viel einfacher macht. Denn das kann uns auch vernichten. Aber ich bin guter Dinge. Wenn es nicht funktioniert, ist die Serie vorbei. Wenn es funktioniert, Heureka. Das war jetzt ein günstiger Einkauf, glaube ich. Ne? Ein relativ günstiger sogar. Wir werden jetzt zu unserem Laden fahren und die ersten Sachen... Na, dann nehmen wir uns doch gleich das Taxi. Nehmen wir uns doch gleich das Taxi, weil das Taxi kann uns direkt vor die Haustür von unserem großen Laden fahren. Wir haben einen Riesenladen gekauft. Wir machen hier Big Investment in diesem Fall. Der ist voll, da passt gleich nochmal... Da passen noch zwei rein. Ich besorge mir gleich nochmal zwei. Und dann werden wir den vielleicht mal selber einen halben Tag immer öffnen. Erstmal, damit wir den zum Laufen kriegen. Oder wir holen sie nochmal. Da passen drei rein. Ne, eigentlich müsste ich schauen, dass ich noch frische Lebensmittel herkriege und Eiswaren. Das wären vielleicht noch die zwei Sachen, die ich als erstes rankriegen müsste, damit dieser Laden wirklich gut läuft. Wir müssen schauen, dass der Laden läuft. Das wird noch eine kleine Herausforderung, denke ich. Aber ich denke, wenn wir es hinkriegen, haben wir die Möglichkeit... Warum liege ich... Haben wir die Möglichkeit, einen wirklich großen Laden zu öffnen, der uns hoffentlich richtig gut Geld empfängt. Was ich nicht auch mittlerweile herausgefunden habe, du hast deine Hauptprodukte. Das heißt aber Hauptprodukt. Oder du kannst Nebenprodukte wahrscheinlich. Was ich dann auf Apfel und Birnen absehen werde, dass wir das in die Läden bringen. Auf jeden Fall in den Einkaufsladen. Weil diese große Produktvariety wird uns wieder mehr Kunden heranbringen, die mehr ausgeben. Klar, wir werden mehr investieren müssen und das Ganze drum und dran. Aber wiederum auch werden wir mehr dadurch verwenden können. Und das ist jetzt am Ende eigentlich mein Ziel, zu schauen, dass wir einen so groß wie möglichen Umsatz generieren können. Bin noch beim Überlegen, ob wir nicht vielleicht nächste oder die kommende Woche jetzt dann in-game schon einmal eröffnen, um einfach zu schauen, wie der Umsatz grundsätzlich ist. Wir werden sicher nicht Zahlen erlangen, die uns Heureka schreien lassen, aber wir können schon mal circa sehen, in welche Richtung wir gehen. Denn wenn der Laden überhaupt nicht läuft, dann haben wir so oder so ein Problem. Aber wir haben hier so viel Fläche, die können wir in Zukunft richtig gut nutzen. Der Laden schaut natürlich Schrott aus. Keine Frage. Absolut keine Frage. Aber meine Hoffnung ist groß, dass wir den bald so umsetzen können, dass wir da draus was richtig Feines machen können. Und wir haben da vorne auch noch schöne Sitzplätze. Bedeutet, wenn sie essen wollen, können sie sich direkt das Zeug aus dem Laden kaufen, draußen in die Sonne halten, damit die Tiefkühlkost warm wird und dann auf eine schöne Bank setzen. Wer will das nicht? So, wir werden jetzt kurz in unseren Laden noch laufen, einmal durchwischen, weil ich glaube, der hat jetzt auch schon zu. Und wenn der dicht hat, müssen wir schauen, dass wir den wieder sauber kriegen, weil ich muss mich morgen original darauf konzentrieren, dass wir den anderen Laden... ich bin falsch gefahren. Dass wir den anderen Laden zum Laufen kriegen, bedeutet, wir müssen Personalanfragen stellen und. Wir brauchen da relativ schnelle Personalaushilfe. Wir werden richtig viel Geld nochmal an die Hand nehmen müssen. Aber ich hoffe einfach, dass wir richtig gut Umsatz machen können. Ah, warte, ich wollte wischen gehen, ne? I want to wisch. Dafür brauche ich auch in Zukunft meine Putzkraft. Was ich schade finde, dass ich zum Beispiel nicht sagen kann, es ist ein Franchise-Unternehmen und das Franchise-Unternehmen tut zum Beispiel Putzkräfte einstellen. Dass ich Vollzeit Putzkräfte einstellen kann,
die aber für mich in allen Läden arbeiten. Dass diese Vollzeitputzkräfte arbeiten, die sagen, die fahren mittags in den einen Laden, abends in den anderen Laden und können mir dadurch richtig gut Sachen machen. So, wir werden nochmal ein, zwei Stunden zocken. Zwei Stunden, das sollte reichen fürs Erste. Zeit überspringen. Ich sag's, ich bin nervös innerlich. Glaubt ihr nicht? Glaubt ihr nicht, wie nervös ich bin? So, es bringt sich nichts, wir müssen eh bis 9 Uhr schlafen, circa. Weil dann erst die ganzen Läden öffnen, die wir brauchen. Ja, das war ein sehr schwacher Tag. Dann trotzdem 15.000, die aufs Konto gegangen sind. So, Kontakte, Personalabteilung anrufen. Ich möchte gerne für Resch und Fresh im Kundendienst in Vollzeit, gib mir 8 Kandidaten innerhalb von einem Tag. Bitte. Ich hätte gerne noch eine neue Kampagne. Für Resch und Fresh, für Reinigung. Nehmen wir eine Vollzeitkraft, davon hätte ich gerne 4 innerhalb eines Tages. Dankeschön. Wenn es gut läuft, können wir dann morgen den Laden eröffnen. Wenn es gut läuft. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ganz ehrlich. Ich bin mir noch relativ unsicher. Wir laden, schauen mal kurz in unseren anderen Laden rein, in den großen Laden rein von den Kollegen. Und schauen uns an, weil jetzt aktuell ist es eher so ein Wartespiel. Und zwar noch teuren Schmuck und alles, aber jetzt erstmal fürs Erste ist es Wartespiel, deswegen muss ich mal kurz gucken. Die frischen Lebensmittel haben sie da drin. Da haben sie die frischen Lebensmittel drin. Aha, okay. Frische Lebensmittel in den großen Dingern. Aber sie haben zum Beispiel nichts anderes, ne? Die haben nur das. Kann ich rein theoretisch diesen Laden kaufen? Shop-Inventar. Ah. So, wait. 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 Das wäre Premium. Oh, ich kann gucken, wie die Preise sind. Und ich sehe alles. Eiscreme haben sie auch zum Beispiel. Tiefkühlkost und frische Lebensmittel für 100 Euro. Okay. Wenn ich mir jetzt 2 frische Lebensmitteldinger kaufe, ich bin überlegen, ob ich noch ein bisschen upgrade gerade. Ja, ich fahre viel mit dem Taxi und das ist teuer und mir ist es so scheißegal gerade. Das ist die Leitung, glaube ich, nur Geschäfts- und Ladeneinrichtung hier erfahren. Wir wollen einfach den Laden herrichten anfangen. Industriekühlschrank. Aber ich würde gerade gern so gern 2 kaufen. Aber ich glaube, ich sollte mich zurückhalten. Und einfach einkaufen. Einen Industriekühlschrank fürs Erste. Ah. Boah, ich würde so gerne noch einen Getränkekühlschrank haben. Ah, nein, nein, nein. Das reicht. Ich kaufe wieder zu viel. Personalschrank. Personalschrank, okay. Du nimmst mich gleich mit, bitte. Setzen wir gleich ins Gebäude ein. Ich hoffe ja irgendwann mal auf einen schönen Anruf von der Company, dass die uns sagen, hey, wir haben was für euch. Ich stelle jetzt erstmal alles hier auf. Wie passt da rein? 50. Das ist wenig, du. Da passen 100 rein, da passen 360 rein. Das ist ja wirklich echt schlecht. Ich weiß auch aktuell, das ist natürlich, das Spiel ist nicht für jeden was gleich zum Zuschauen. Also ich glaube, wenn ich jetzt Pearl World zocken würde, werde ich ein paar mehr Zuschauer kriegen. Einfach weil das Spiel erst wirklich nischig ist, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich sehe, das ist schon ein Nischen-Game. Ihr müsst schon Verwaltung von Firmen und das so ein bisschen Realismusgetriebene mögen, damit ihr so ein Game zockt. Weil wer setzt sich hin, stundenlang und grindet einfach, und versucht irgendwie Läden am Leben zu halten. Das macht nicht jeder unbedingt.
Auch wenn gleich solche Sachen wie. Gibt es nicht den Einkaufsshop-Simulator jetzt aktuell? Den müsste man sich auch anschauen. Hallo UPS, sowas bräuchten wir. Sowas bräuchten wir in Zukunft. Aber wir haben 18.000 noch auf dem Konto. Oh. Oh, das Geld fliegt weg, ich sag's euch, Jungs. Vielleicht sollte ich auch einfach. Warte, hier waren noch die frischen Lebensmittel, oder? Getränkedosen, frische Lebensmittel hier. Ich kaufe nur eins, ich kaufe nur eins, ich kaufe nur eins, ich kaufe nur eins, ich kaufe nur eins. Ich kaufe zwei. Dann habe ich notfalls eine Kiste, die irgendwo rumsteht, die ich schnell nutzen kann. Enten juckt's. Die anderen Sachen, davon den anderen haben auch 100 und so Zeug. So frische Lebensmittel gehen doch bestimmt wie Butter. Da fährt sicher gleich wieder ein Taxi. In dem Moment, wo ich sage, ist das Taxi weg. Schauen, wer schneller ist. Taxi oder ich? Wir fahren mit der U-Bahn, Leute. Wir fahren mit der U-Bahn in unser neues Gebiet. Müssen wir mal schauen, ob sie schon die ersten Sachen gefunden haben. Ich muss einen Mitarbeiterplan anlegen. Und ja, ihr habt auch recht. Einfach mal. Einfach. Wenn ich wirklich anfange, mehrere Firmen zu organisieren, dann wird das wieder heiliger. Ich wollte auch eigentlich die ganzen trainieren, ne? Eigentlich wollte ich so viel machen, als ich in der Zeit bis zu dieser Woche. Aber irgendwie. Ja, nee. Ich bin immer auch gespannt, was ihr sagt. Ob ihr sagt, ich schaffe das. Oder ob ihr sagt, oh Gott, das ist dein Untergang. Ich bin echt gespannt. Ich sag's euch. Gespannt wie Klosprühe, das sag ich euch. Ich habe hier noch niemanden Lagerraum. Das ist der einzige große Nachteil. Null Lagerraum. Und meine Employees-Kandidaten. Kein einziger. Oh, oh, ich weiß, was mir fehlt. Ich weiß, was mir fehlt. Ein Putzkahn. Wie sollen denn Leute putzen ohne Putzkahn? Ein bisschen Zeit habe ich noch. Ein bisschen Zeit. Ich habe zwar fast kein Essen mehr, aber ein bisschen Zeit habe ich noch. Eine Marketingabteilung neben mir. Warte mal, da muss ich hin. Komm schon, let's go. Nun ist noch. Ich brauche nur einen Putzkahn. Dann bin ich zufrieden. Auf jeden Fall fürs Erste. Man kann ja nie zufrieden genug sein. Ach, wir sind die kleinen Varianten, die man sich auch nehmen könnte. Wenn man dann schlau wäre. Jetzt fahren wir da wieder hoch und dann holen wir uns oben irgendwo einen leckeren Döner oder sowas oder einen Burger. Aber schauen wir mal. Dann geht's schlafen und dann sollten wir schon am nächsten Tag eigentlich hoffentlich die ersten Mitarbeiter einstellen können. Dann werden wir die Schichten übernehmen fürs Erste und dann müssen wir uns eh darum kümmern, dass wir wieder einkaufen. Jetzt ist der Schmuck sogar schon ausgegangen. Holy shit, platzieren. Gut, okay. Brauchen wir schnell was zu futtern. Google Maps, da schaut unten ist direkt ein Essensladen. Das ist eine Anwaltskanzlei. Hier. Tja, ein Kebab. Schicke Sache. Ein Hähnchen, Kebab-Spieß, ein Salat und bitte das. War heute ein anstrengender Tag. Morgen müssen Mitarbeiter eingestellt werden, du. Und dann hoffen, dass der Laden funktioniert. Essen, eine Getränkedose und Essen. Super. Fit für die nächsten Stunden. Ich sag euch, ich bin gespannt wie Klosbrühe, wie man so schön sagt. Ob das überhaupt funktioniert, was ich vorhab. Ich hoff's zwar, aus dem Inneren, dass das funktioniert. Aber wenn es nicht funktioniert, ist es halt vorbei. Wir haben jetzt auch für das Erste keinen teuren Schmuck mehr im anderen Laden, aber es ist jetzt eine ganz andere Situation. Ich würde jetzt fürs Erste, das kann ich nicht als Ziel festlegen, wenn ich in die U-Bahn will. Als Erstes müssen wir jetzt einfach schauen, dass der eine Laden den anderen supportet. Leute, wir müssen billigen Materialien einfach
eine Grundversorgung herstellen. Wir werden zwar nicht viel einnehmen, aber ist in Ordnung. Solange der andere Laden es schafft, irgendwie zu überleben, sollte das ganz gut laufen. Teurer Schmuck ist aus, da ist günstiger Schmuck schon fast aus und da ist teurer Schmuck auch aus. Die stellen wir zum Beispiel jetzt auf günstigen Schmuck um. Und da hat der Instant wieder was. Füllen wir mal den günstigen Schmuck auf. Wenn es nicht wieder ein bisschen was war, wir gehen gleich mal reinigen. Damit der Laden ein bisschen gut ausschaut auch. Ich sag's euch, das wird eine Herausforderung. Bin ich mir beim Überlegen, ob ich mir noch ein Darlehen aufnehme. Aber ich sollte nicht einfach Geld rausschmeißen anfangen. Nur weil ich mir die Hoffnung machen will, dass das funktioniert. Ich hoffe so, dass morgen die ganzen Angebote reinkommen. Ansonsten heute zocken wir mal intensivst. Die Nerven kitzeln. 3000 haben wir heute gemacht an Umsatz. Ja, es wird halt nicht besser, ne? Wir schlafen bis 10. Bitte, bitte, die erste Nachricht. 4 Employees-Anträge. Yes. Gott, jetzt schauen wir mal. Kandidaten. Kundendienst, Kundendienst und Kundendienst. 84 und 84%. Die wollen natürlich Kohle, aber... Ihr drei seid... Ihr wollt keine Nachtschichten, okay? Goldkrankenversicherung. Einem Personalleiter mit einer Goldkrankenversicherungspartnerschaft zuweisen. Du fällst schon wieder raus. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, ne? Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis überhaupt was passiert. Das heißt, wir gehen mal bis mittags einfach im Shop helfen. Wir helfen mal bis mittags im Shop. Dann sollte hoffentlich viel sich verändern. Moin, moin, ich helfe dir mal, ne? So, jetzt hat er aber hier Kandidaten. Goldene Krankenversicherung, du bist raus. Dafür habe ich aktuell nichts. Keine Nachtschichten gut zu haben, du taugst mir. Du hast hohe Werte. Keine Wochenenden. Silberne Krankenversicherung, dich kann ich auch schon wieder rausschmeißen. Für dich ist Vollzeit wichtig, das ist auch gut. Für euch, ihr seid Vollzeitangestellte. Dann nehme ich euch drei. Dann hätte ich noch gern zwei Reinigungen. Obwohl, ich habe eine Reinigung im Dienst in Vollzeit, ne? Was mit der Reinigung? Genau. Aus und aus. Mitarbeiter einstellen. Gut. Bismin öffnen. Jetzt gerade macht er natürlich mega Minus. Wir machen jetzt den Zeitplan fertig. Wie viele Stunden brauchst du? Vollzeit fällt zwischen 30 und 50 Stunden. Gut. Zeitplan. Wir machen Sonntag, wir machen gemeinsam Feiertage. Wenn wir sagen, wir haben so geöffnet, dann sind sie 49 Stunden ausgelastet. Wie kann ich denn die Öffnungszeiten ändern? Und dich hier. Achso, hoppala, ich habe euch in die Kassenschätzung geschätzt. Ich hätte gerne bis 22 Uhr offen. Machen wir bis 23 Uhr so. Ich hätte gern, dass du einmal hier wischst.
Hier. Und dann mittags nochmals. Gut. Öffnungszeiten, ha, schon. Ah, warte mal, ich muss doch einfach nur die lang ziehen. Bin schon dumm. So. Aktuelle Sicherheit schlecht. Ja, pff, das werden wir noch ändern in Zukunft. Aber fürs Erste muss einfach funktionieren. Bedeutet, wenn ich jetzt rein theoretisch zum Laden gehe. Auf reinem Interesse zu unserem guten Laden gehe nach oben. 14 Uhr Dienstag. Müsste der ja schon offen sein, oder? Oder Laden da. Dann wird Resch und Frisch jetzt endlich eröffnet. Stell dir vor, du kriegst einen Anruf von deinem Chef. Ey, yo! Oder von deinem neuen Chef. Ich nehme dich. Du musst gleich anfangen. Ja, okay. Uniform. Leute, so weit war ich noch nicht mal. Das sind Resch und Frisch Mitarbeiter. Resch und Frisch braucht noch eine Uniform. Für Jules. Jules. Und neue Vorlage erstellen. Das ist Resch und Frisch. Resch und Frisch kriegt eine. Ganz simple. Kleidung. Zack. Nein, ich krieg keinen. Das finde ich wieder schlimm. Nein, bleibt so. Und dann brauchen wir euch noch hier. Was haben wir jetzt hier genommen? Es geht ein geknüpfter Hemd ist da. In grün. Mit einer Jeans in blau, mit ein paar Schüchen. Kapi brauchen wir keins, das finde ich wieder schlimm. Gut. Dann kriegt es Resch und Frisch. Resch und Frisch. Resch und Frisch. Und Resch und Frisch. Gut. Ja, die Ressourcen gehen schnell. Kein schrecklicher Kundenservice, kein schrecklicher Kundenservice, bitte. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass diese Läden so schnell leer gehen. Holy Macaroni. Ich gehe, glaube ich, gehe mal kurz einkaufen. Der geht da echt gut, der Laden. Da brauche ich, glaube ich, ein Lager und irgendwie auffüllen, aber. Füllen die von selber eigentlich auf oder nicht? Das ist die nächste Frage, ne? Mal schnell runter, dann gehen wir nochmal schnell einkaufen. Ich würde noch ein paar. Ein neues Recruitment. Jetzt bin ich aber schon voll, Leute. Das tut mir echt leid. Keine Nachtschichten gut zu haben. Ah, der wäre noch gut gewesen. Naja. Da war ich zu ungeduldig, aber ich wollte den Laden öffnen. Ich will jetzt endlich positive Zahlen sehen. Der kriegt jetzt dann noch Eiscreme in Zukunft, der Laden, und dann läuft es. Dann lüpft der Lachs. Und dann holen wir uns ein Auto. Dann können wir in Tonnen die ersten Ressourcen anschaffen. Und wenn das lüft, dann lüft. Ich hätte gern zweimal tiefgefrische und zweimal tiefgekühlte. Jetzt werden wir sehen, wie gut der Laden läuft. Wir haben ein Investment gemacht und ich hoffe, dass das funktioniert. Der Laden ist dann vielleicht ein paar Stunden heute offen. Ist das ein Taxi? Nein, ist kein Taxi.
Ist hier irgendwo Taxi? Taxi? Nein. Ich wollte das Taxi anklicken. Nein, das Taxi. Es bleibt stehen, super. Oh, grandiose Sache, es bleibt stehen. Kostet zwar wieder 81 Cent und so Zeugs, aber... Ach du heilige Scheiße, stehen hier viel an. Aber die scheinen auch das andere zu verwendet zu haben. Boah, das ist halt hier dauernd eine Putzkraft eigentlich, ne? Holy shit. Hier geht's ja ab. Ja, okay, ich habe noch einen Lautsprecher, den können wir nachher noch schnell besorgen. Das soll jetzt nicht das Problem werden in dem Fall. Ich brauche echt ein Auto. Wenn ich jetzt hier 10.000 Mal mit allem von A nach B laufe, werde ich gleich crazy. Die andere Recruitment-Mail vorhin war sicher, dass dass die Putzkräfte alle gefunden wurden. Aber weißt du was? Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal in die Nacht schlafen. Morgen wird dann weitergemacht. Jetzt sind wir ja gerade in einer ganz spannenden Phase. Bedeutet, jetzt werde ich auch nicht wirklich vorspulen. Wir brauchen jetzt ein Auto. Das bin ich der festen Meinung, dass wir ein Auto brauchen. Wir brauchen ein Auto. Und nicht zum Spaß, sondern damit wir endlich mal hier... Dann machen wir mal den Lautsprecher, den tun wir dann vor Ort noch anbringen. Dass das Ganze läuft und dann... Ich bin gespannt. Wir schlafen bis 8 Uhr. 4000 Umsatz. Und ich habe die Preise noch nicht mal optimiert. Ha! Durchschnittliches Tageseinkommen. Das hat sich hoffentlich gestern geändert. Kunden... What? Okay, der Kundenservice wird als grottenschlecht bezeichnet. Bei Fresh und Fresh. Aber holy shit, geht der ab. Ich müsste noch ein zweites Ding reintun, dann hätten wir einen ganz guten... Ich glaube, der Limit-Ticket, der Faktor ist gerade gar nicht da, oder? Schau mal. Gedenkedosen 3, 6 und 8. So, jetzt schauen wir doch mal kurz in die Map. Wenn wir hier reinschauen und dann rein theoretisch vorne einfach an die Kante in Bismarck öffnen und dann hier rein. Frische Lebensmittel 3, 6 und 8. Wenn ich jetzt in Bismarck reinschaue. Inventar 3, 6 und 8. Wir machen hier draus 3,50. Hier draus machen wir 7. Und aus dir machen wir 9,30. Und ich hoffe, dass sie dann immer noch kaufen. Verkauft den letzten Tag. Ja, weil wir haben ordentlich schon verkauft. Na, hier seht ihr auch, wie frische Lebensmittel kaufen sie echt am meisten. Bedeutet, brauchen wir unbedingt noch einen zweiten Ständer dafür. Frische Lebensmittel scheinen zu gehen wie blöd. Aber Leute, ich bin auf eure Meinung gespannt. War das eine... guter Plan, jetzt den neuen Laden Fresh und Fresh zu öffnen oder nicht. Und ja, was wären eure weiteren Ideen? Habt ihr noch Anregungen? Sollen wir uns ein Auto kaufen oder nicht? Ich glaube, dass ein Auto jetzt doch schon langsam schlau wäre. Allein schon, weil wir richtig viele Ressourcen transportieren müssen. Wir müssen eigentlich auch ein Lager kaufen und schauen, dass wir einfach genug Lebensmittel da haben, vor allem wenn er 24-7 offen haben soll. Oder fast 24-7, ne? Vielleicht sollten wir doch nochmal einen Mitarbeiter anstellen, dann haben wir wirklich 24-7 offen. Aber ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.